So, meine Lieben, wer ist bereit für ein Walkthrough durch meine beiden TMs, die ich hier habe? Ich habe jetzt mein für 2018 zweites TM fertig und dachte, ich teile einfach mal meine Layouts. Nicht für alle gibt es ein Process-Video und ich werde einfach so ein bisschen durchgehen, meine Gedanken dazu, was ich genau gemacht habe und wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare freuen und lasst uns loslegen. Ich wollte mein Video mal ein bisschen ändern, deswegen habe ich es mal an den Anfang gebracht. Nee, Quatsch. Das ist mein Album. Das war von Februar bis März. Oh, das ist mein zweites. Wir sollten vielleicht auch mit dem ersten anfangen, ne? Das hier ist mein erstes. Und das war dann Januar bis Februar. Das hier habe ich einfach noch außen drauf geklebt und auf die Rückseite habe ich noch ein Foto drauf geklebt, was ich in meinem Stash rumliegen hatte. Und ja, hier ist das erste Layout. Ich würde ein bisschen weiter reinzoomen. Genau. So, das ist das erste Layout. Das war ein Foto, das ich in meinem, meinem Traveler's Notebook drin hatte oder in meinem Planner drin hatte. Und ich wollte es natürlich nicht wegwerfen, deswegen habe ich hier einfach so ein paar Reste draufgeklebt und diese Puffy-Sticker, die waren von The Planner Society. Das hier waren Reste von Felicity Jane. Ja, und ansonsten habe ich hier eigentlich nicht viel gemacht. Aber ein sehr schönes Layout, gefällt mir sehr gut. Dann, ja, eins meiner Lieblingslayouts. Dazu gibt es ja auch auf jeden Fall ein Process-Video. Ich würde auch nochmal die Playlist zu den Traveler's Notebooks Process-Videos verlinken. Wenn ihr da Interesse habt, solltet auf jeden Fall mal da vorbeischauen. Das habe ich hier gemacht. Ich habe Papierreste verwendet. Das hier war zum Beispiel ein Floral, was mir zwar gut gefallen hat, aber dieses Grün-Gelb, was dabei war, das fand ich gar nicht so gut. Aber als ich es ausgeschnitten hatte und in Kombination mit diesem Layout, hat es mir sehr gut gefallen. Noch so ein paar Flatback Pearls und hier so ein Herzchen draufgeklebt und dann habe ich hier noch ein bisschen Stamping gemacht. Auf weißes Papier ausgeschnitten und einmal umrandet. Ja, eins meiner Lieblingslayouts auf jeden Fall immer noch. Dann habe ich das Layout gemacht. Das ist auch ein sehr, sehr schönes. Da habe ich diese Heidi Swap, denke ich, Acetate-Teile verwendet. Ist ein bisschen schwierig, die zu verwenden, ohne dass man es sieht. Ich habe da aber den Roller Dot oder Dotliner verwendet. Den habe ich auf AliExpress gekauft. Ich glaube, 1 Euro oder sowas. Oder eben sogar weniger als 1 Euro. Habe dann hier noch ein bisschen Acetate und Papierreste verwendet. Ich sag mal, der Hauptfokus liegt ja auf dem Verwenden von Resten in meinem Traveler's Notebook. Aber natürlich auch neue Papiere verwenden. Aber es klappt ganz gut. Das hier waren von The Planner Society noch so Dinge. Und hier mit den Teilen aufkleben, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Schwieriger aufzukleben. Ich brauche unbedingt mal noch einen guten Kleber. Ich habe es, glaube ich, zuerst mit einem Tape Runner versucht und dann mit irgendeinem flüssigen Kleber. Und naja, ihr seht's ja. Das hier war noch irgendwie was aus dem Felicity Jane Kit, auch wieder gestempelt auf weißem Papier und umrandet. Dann auch ein sehr, sehr schönes Layout, wobei ich nicht so ein Freund oder ein Fan von meiner Handschrift bin. Aber es war so das erste, wo ich halt mit gestartet hatte nochmal, dass ich einfach versuche, meine Handschrift lieben zu lernen. Und das Layout ist auch ganz schön geworden. Hier habe ich wieder ein bisschen Wellenpapier. Bisschen paar Lagen. Das mit den Lagen gefällt mir sehr gut. Dann diese Gems, die ich noch hatte. Hier habe ich auch einen Papierclip reingeklebt, mehr oder weniger. Dann auf der Rückseite ist es verklebt. Und dann habe ich da was dazu geschrieben. Auch schön. Die Farben gefallen mir sehr schön. Dann habe ich hier ein Layout, da habe ich einfach nur so ein Wellenpapier drüber gelegt, weil ich das nicht so gerne mag, wenn Foto an Foto klebt. Hier habe ich mal ein Layout gemacht mit mehreren Fotos. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ein bisschen dunkler. Die Rosen, die dunklen Rosen haben mir gefallen. Ich habe mal auf Wellen gestemmt und das sieht auch sehr schön aus. Und so ein paar Sequins hier reingeklebt. Auch ein sehr schönes Layout geworden. Dann... das hier fand ich auch sehr schön. Das ist ein Layout von meiner Tochter und mir. Das ist ein älteres Foto, aber auch das hatte ich zum Beispiel in meinem Planner. Und als ich den umsortiert und ausgeräumt habe, habe ich gedacht, ich könnte einfach ein Layout draus machen. Dann hatte ich noch hier von dieser Valentinstags-Collection Die-Cuts, die ich hier verwendet habe, ein Doily von der Planner Society. Ja, und dann einfach noch Reste. Auch sehr schönes Layout.
Dann noch ein weiteres Layout, was ich ganz gerne mag. Das Brunch Date Layout von mir und Arbeitskolleginnen. Da auch wieder die Blumen ausgeschnitten. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt habe ich so meine Liebe für Blumen entdeckt und habe jede Menge Blumen hier in der Schublade schon vorausgeschnitten. Diese Chipboard-Elemente, die waren von Felicity Jane und auch das Papier, soweit alles von Felicity Jane, auch diese Alphabet-Sticker. Gefällt mir sehr gut, hier auch so ein paar Lagen wieder. Und das hat so ein bisschen Dimension, dadurch, dass die Blumen hinten und vorne dran sind. Dann habe ich hier einfach mal so ein Layout gemacht mit Papierstreifen, die ich noch hatte. Und die habe ich dann oben und unten abgerissen und dann auf verschiedenen Höhen aufgeklebt. Ich glaube, dafür hatte ich kein Process-Video. Dann habe ich hier noch diese Puffy-Sticker von The Planner Society, das hier Felicity Jane und ein paar Herzen noch. Und dann habe ich natürlich einmal drumherum genudelt, weil ihr wisst ja, ne, ich mag das nicht, wenn es mit weiß endet oder mit einem weißen Rand endet. Dann noch ein bisschen gestampt und auch ausgeschnitten. Ist auch ein sehr schönes Foto, ein großes 4x6 Foto in der Mitte dann geteilt. Konnte man bei dem Foto ganz gut machen. Dann mein erster Shaker in meinem Travelers Notebook, gefällt mir auch sehr gut. Hier habe ich quasi zwei Seiten separiert, wobei die auch wunderbar perfekt nebeneinander harmonieren würden. Aber ich musste hier nachträglich noch Washi dran machen, dass hier waren so diese billigen Project Life Folien und da habe ich ja schon festgestellt, dass man die nicht so gut verschweißen kann. Deswegen sicherheitshalber halber oben und unten zugemacht, aber auch die Fotos sind so schön und wieder gestampt und noch Reste aus meinem Stash verwendet. Schwarz-Weiß natürlich. Ist ein sehr schwarz-weiß-lastiges Album, aber ist ja genau das, was ich gerne mag. Ja, dann hier noch die andere Seite dazu. Ich mag auch diese Kombination von vollen Stempeln und dann nur die Alphabete ausgestempelt. Dann das hier ist auch ein sehr schönes Layout. Gefällt mir gut. Hier habe ich mal so ein bisschen die Kanten angeraut. Hätte ich aber sogar noch ein bisschen mehr machen können. Hier ist sogar ein bisschen von diesem Band. Dann schöne Hintergrundpapier, Chipboard, Herz, noch ein paar Blumen, ein Foto von Mila und mir. Dann habe ich hier noch ein Layout von, ich bin ein bisschen runtergerutscht, Entschuldigung, von morgen. Also das habe ich mit dieser App auch gemacht. Da konnte man so die Fotos in diesem Längst-Variante machen. Das hat ganz gut gepasst gehabt. Und dann habe ich hier mir ein bisschen ausgeholfen, weil ich nicht mehr genug Buchstaben hatte. Also kein O mehr und kein Ne, wie ihr seht. Und hier habe ich dann so ein bisschen zusammengeschustert. Ich glaube, das hier war auch irgendein anderer Buchstabe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber es finde ich irgendwie auch ganz schön geworden. Und das war dann das letzte Layout für das Album, weil es sonst relativ dick wird. Also ich sag mal so 10, 11 Layouts kriegt man schon ganz gut rein. Aber danach wird es dann auch mehr als eng. Ja, und dann geht es auch weiter mit meinem zweiten Album, was ich jetzt vor kurzem beendet habe. Das hier ist, also die Alben mache ich ja alle selber. Ich glaube von Webster's Pages war das Papier. Hierfür gibt es kein Process-Video, ist aber auch sehr schön. Da habe ich noch die Reste von dem Vellum-Papier aufgebraucht und dann, ich fand das Foto irgendwie ganz schön. Passend dazu habe ich halt die Farben gezogen und ein bisschen Lagen eingebracht, ein bisschen Vellum-Papier und Blumen und Schmetterlinge. Dann hierzu gibt es auf jeden Fall ein Process-Video. Das ist auch eins meiner Lieblingslayouts. Ich habe sogar ein bisschen verstecktes Journaling. Das hier war eine Project Life-Karte. Das Papier ist von der Planner Society mit Verzierungen von Felicity Jane. Dann war das hier ein Layout. Da habe ich einen Sketch auf meiner Facebook-Seite geteilt und das war auch ganz schön. Da hatten auch ganz viele mitgemacht gehabt. Und das war quasi meine Interpretation des Sketches. Ich würde mich freuen, wenn irgendwie mehr Leute bei solchen Challenges mitmachen. Ich hatte zwar im letzten Monat auch eine Challenge gepostet, aber selber gar nicht teilgenommen. Das war irgendwie ganz blöd, also das sollte nicht so sein. Finde es aber ganz schön, hat mich mal auch ein bisschen herausgefordert. Auch vor allem das mit dem Title, das fand ich irgendwie ganz toll. Das war auch zum ersten Mal, dass ich sowas gemacht habe. Also jetzt in dem Teil drin. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier Vellum mit meiner Stanze ausgestanden, mit einer Stanzmaschine. Was mir natürlich nicht gefällt, ist so, dass man den Kleber hinten dran durchsieht, aber na gut. Und ich habe mich zum ersten Mal versucht hier mit den Crystal Drops in dem Album. Also das ist ganz schön, aber ich bräuchte, glaube ich, ein bisschen mehr Übung. Man kann das super schön machen. Also mein Little Journal macht es auf jeden Fall viel, viel schöner. Dann habe ich hier noch ein Layout, was mir sehr gut gefallen hat. Das ist das mit den Kreisen.
Na, da habe ich angefangen mit ein bisschen Formen zu spielen und der Kreis ist einer meiner Lieblingsformen. Habe ich auch die Seite hier so umgeknickt und quasi noch so ein bisschen dekoratives Papier hinten dran gemacht, auch direkt auf die Seite gestampt und dann halt noch zwei Stempel und dann habe ich, glaube ich, hier sogar meine Puffy-Sticker aufgebraucht. Auch ein sehr schönes Layout, also gefällt mir sehr gut. Dann das hier ist zwar ein bisschen ein unruhiges Layout, aber trotzdem schön. Habe ich hier mit weißen Puffy-Stickern Real Friends geschrieben und hier auch ein bisschen Filz draufgeklebt. Auch hier diese mehrfachen Lagen und dann gerissen. Und dann auch hier noch so ein paar Herzen gestempelt. Und ist auch ein sehr schönes Layout geworden. Dann das hier ist auch sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Ich glaube, da dürfte es kein Process-Video von geben. Ich fand das hier Papier so wunderschön und das hatte ich nochmal in den Händen gehabt und habe dann auch noch die Blumen dazu ausgeschnitten und habe dann was dazu geschrieben, Smile und ein Foto, was ich von meinem Patenkind hier rumliegen hatte und ich wollte nicht, dass es einfach in der Gegend rumliegt, deswegen habe ich ein schönes Layout draus gemacht. Dann, ja, mein Scrapbook ist auch schön geworden. Hier habe ich mit Dreiecken gespielt, auch mit Lagen von Dreiecken, dann diese Sticker, die ich schon länger in meinem Stash hatte und verwenden wollte, mal einen Flare-Button, die coolen Sticker von Gabi, die wollte ich mal verwenden, diese holographischen Sticker, ich weiß nicht, ob man das so super sieht, aber ja, ich glaube ein bisschen schon. Ja, da habe ich auch mal wieder mit meinem Die gespielt, ja, das hatte ich da ausgestanzt. Dann hier ein weiteres Layout, hier habe ich meine Journaling-Karte aufgeschnitten. Und hier wollte ich ja ganz viele von diesen Stickern verwenden. Ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Sieht auch, glaube ich, ganz gut aus. Schönes Foto, so ein bisschen Paper-Piecing gemacht und noch ein bisschen Washi draufgeklebt. Das hier ist auch eine Journaling-Karte von Ellie Edwards. Dann ja, wollte ich ein Layout machen, in dem ich viel Washi aufbrauche. Und das gehört mir echt saugut. Ich glaube, das muss ich mal wiederholen. Vielleicht nicht vollflächig, aber irgendwie so in der Art. Habe ich einfach drei oder vier verschiedene Washis gezogen und dann wild drauf losgerissen und geschnitten und ein Foto drauf gemacht und dann von den Farben her das aufgegriffen, was schon verwendet wurde und dann quasi ein bisschen dekoriert. Dann eins meiner Lieblingslayouts auch hier. Das ist das mit 2x2 Quadraten und habe dann Fotos und Pattern Paper quasi abgewechselt und noch das ganze Holz hier dann aufgegriffen in den Wood Veneers und natürlich musste ich noch zwei, drei Blumen draufkleben. Auch sehr schön geworden, ist auch eines meiner Lieblingslayouts. Dann habe ich dieses, das ist mal wieder ein Shaker-Element, aber ein Mini-Shaker-Element. Und diese Puffy-Sticker von Felicity Jane. Ein Post-it mal verwendet. Und das hier hinten dran ist übrigens eine Tüte von The Planner Society. Dann das hier Layout, in dem wollte ich ein paar Project Life Karten aufbrauchen. Die hatte ich jetzt rumliegen aus dem Januar- und Februar-Kit und da ich die jetzt nicht nochmal ein Jahr lang aufheben wollte, ich meine, man hätte sie natürlich auch für was anderes verwenden können, aber ja, man will ja immer die neuen Produkte verwenden und ich fand aber auch das Schwarz-Weiß und die Härten und sowas alles super schön. Und ich hatte dieses Foto von mir und meiner Freundin gemacht gehabt und es hat irgendwie alles gepasst. Und dann habe ich noch ein paar pinke Elemente mit dem Washi hier reingemacht und dann hier die kraftfarbenen, das ist ein, eigentlich, glaube ich, so ein Tag gewesen. Und das hier ist auch wieder so ein Bast oder was. Und das hier habe ich geschenkt gekriegt, noch ein bisschen rumgeludelt, noch einen Sticker drauf gemacht und ja. Und dann mein letztes Layout für das hier Album ist, ja, ich musste meine Liebe zu Kaffee dokumentieren und ich glaube, das Foto wollte ich eigentlich ursprünglich in einem Project Life Layout verwenden und dann ist es dann doch rausgeflogen. Dann habe ich einfach ein bisschen Papier gelayert, ein Herzchen drum gemacht, ein paar Bling Pieces drauf, ein bisschen Washi und dann auch noch gestemmt. Und ja, das ist dann mein fertiges Layout. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein kleines Walkthrough gefallen. Ihr wisst ja, dass ich mittlerweile total im Traveler's Notebook Flow bin und es mir wahnsinnig Spaß macht und ich bin mal gespannt, wie viele ich bis zum Ende des Jahres vollkriege. Ich werde auch demnächst ein Video teilen, in dem ich zeige, wie man verschiedene oder wie man diese Teile aufbewahren könnte. Ich habe
drei Varianten, die ich mir jetzt erstmal gedacht habe. Also zum einen eine Box, in die man sie reinstellen könnte, dann ein Hardcover und dann auch einfach, wie diese Traveler's Notebooks gemacht sind. Also es wären die drei Varianten, die ich quasi als Tutorial an die Hand geben möchte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Variante davon euch am meisten interessieren würde. Ich weiß nicht, ob ich ein Video mache oder ob ich drei Videos mache. Ich muss einfach mal schauen. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über Likes und Kommentare freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Ciao, ciao.